So Leute, das werdet ihr mal genießen heute. Mega schönes Wetter. Jetzt geht's gleich auf zum Gym, Leute, und dann wird ein bisschen trainiert. Die Gains werden überhaupt mal gefordert, ja. Ich habe jetzt die anderen Insta-Stories nochmal runtergenommen, denn ich muss ehrlich sagen, ich kann öffentlich einfach nicht sagen, so und so ist das richtig und so war das, denn ich war nicht dabei. Ich trainiere zwar schon lange, ja, aber ich kann nicht sagen, so und so ist das richtig. Ich finde es gut, dass es gesagt wurde, denn es ist ihre Geschichte, es ist ihre Sache, die ihr passiert ist, und Sexual Belästigung ist allgemein ein sehr krasses, heftiges Thema, denn sowas ist einfach nicht nur irgendwie ein bisschen da, es ist ein sehr präsentes Thema. Es passiert fast gefühlt, glaube ich, jeden Tag durchgehend. Ja, und ich kann auch jeder Frau nur sagen, Leute, macht eure Stimme groß, sagt das Leuten, die ihr kennt, überhaupt öffentlich, alles Mögliche, sowas sollte niemals ungeschehen bleiben. Und ich würde zu dem Thema einfach, glaube ich, mich jetzt nicht so krass äußern, weil ich habe einfach das Recht, ich glaube, dazu zu sagen, ja, so und so ist das, weil ich war einfach nicht dabei. Das ist eine wichtige Sache, die ich, glaube ich, auch einfach viel zu emotional mitgespielt habe. Ich sage, yo, ich glaube ihr, vertraue ihr, vertraue ihr und glaube ihr auch, aber ich kann nicht sagen, dass es so ist, weil ich einfach nicht dabei war. Deswegen, ich hoffe mal gucken, bin gespannt, was da für Beweise oder für Sachen noch kommen werden und was aus dem Thema wird. Ja.